So, servus, grüß und hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Mega Bailers Pack, wo man sieht, dass Halloween gleich einmal wieder vor der Tür steht. Die ganzen Chains Cubes haben sich verwandelt und schauen aus wie ein komischer Kürbis da. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und zwar bei der Stromversorgung zum ME-System. Die beiden sind mittlerweile gerammelt voll. Hier habe ich das schnell umgebaut, weil das nicht funktioniert hat. Und mittlerweile weiß ich auch wieso. Weil hier müssen Energy Nodes dran. Ja, hier müssen wir Energy Nodes anbringen. Was natürlich auch irgendwie logisch ist, weil die Nodes holen sich das Gun. Habe ich da nicht irgendwas da? Weil die Nodes saugen sich das raus, so wie bei den Kisten. Und die Pipes geben es dann weiter. Das Problem ist, bei den Nodes, aua, keiner mehr da. Das Problem ist, um die Energy Nodes zu machen, brauchen wir was. Und zwar, ich habe hier schon was vorbereitet. Das ist ein QED machen wir mit Ender Infused Obsidian, 1, 2, 3, 4, 5 Stücke und Diamond und Eye of the, okay. Das einfachste ist mal der Crafting Table, fangen wir mit dem an, hihi. wo machen wir das schnell? Ich würde sagen hier. Wie ihr seht, habe ich auch ganz, ganz viele. Das ist jetzt wieder kein Vanilla. Ach, da brauche ich wieder den komischen Zauberstab hier, um einen Vanilla herzubekommen. Ist das hier so Obsidian und eine Enderperle? Gut. Ein Glück, dass draußen gerade die ganzen Enderperlen gewachsen sind. Obsidian. Wo habe ich noch Obsidian? Obsidian. Kein Obsidian. Kein Obsidian. Eh klar. Auch klar. Ah, 4 Stück. Obsidian, oder? Wie geht das nochmal schnell? Durchbrennen und dann bekommt man Obsidian-Ingot. Ja, aber das bringt mir nicht. Ich will ja Obsidian. Und mit... okay. Ah, super. Dann brennen wir die Obsidian-Dinger schnell durch. Hier. Weg damit. Hier haben wir natürlich auch keinen. Und hier auch nicht. Vielleicht noch hier, aber das ist das komische Block of Coal, brauche ich auch nicht. Aber ich glaube, ich werde Diamanten noch benötigen. Schauen wir schnell. In der Mitte war doch was. Ja, genau. Burnt Obsidian. Nein, Quarz. Quarz. Habe ich noch Quarz irgendwo übrig? Quarz. Kann ich nicht aussehen, jetzt schnell das Zeug. Nein, da machen die Flux. Und hier mache ich den Extreme. Den Extreme, aber den habe ich schon. Hier mache ich die Flux. Oh, zum Glück. So, schauen wir mal schnell an. Das ist alles Ende. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier 4 gebrennte Quarzblöcke. Mehr will ich da gar nicht machen. 4, 1, 2, 3, 4. Und tack. Und
4. Super. Ja. Dann brennen wir die schnell auch durch. So. Hier mal wieder ein bisschen Redstone. Das hier, das da. Und das haben wir hier. Dann machen wir hier so viel Obsidian, wie wir nur können. Das 7 Stück haben wir also. Okay, das gibt 4. Jetzt fällt uns ein Obsidian, oder? 1, 2, 3, 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 6. Ja klar, eh klar. Ein Obsidian. Ah, ich habe nichts gesagt. Und nochmal eine Enderperle. Dann haben wir die. Dann brauche ich noch, das sind 2 Blaze Powder. Das ist die Frage. Wo haben wir Blaze Powder? Das hatten wir doch schon relativ häufig, glaube ich, in den Nestern drin. Ja, genau. 2. Für 2 Enderperlen. 2 Enderperlen. 2-mal Blaze. 2-mal Auge vom Ender. Und unser gebranntes Quarz. Dann brauche ich noch ein Diamant. Einer reicht, glaube ich, nicht. Ich hatte doch so viele Diamanten. 4 waren es. 4 Diamanten brauche ich, oder? Ja, da haben wir ausreichend. So, jetzt ganz vorsichtig, damit ich ja nichts falsch mache. Weil zurzeit habe ich ja nichts auf Vorrat. Okay. Das hier. Einmal. Gut, das und tada! Das Problem ist jetzt, jetzt brauchen wir doch noch die komischen anderen Dinge darum. Ich stelle das Ganze mal in den Keller. Ich werde wahrscheinlich heute oder morgen, wobei das ist jetzt relativ für euch, streamen. Hier, Ender Controls can be used for craft. Mein Gott, wie heißen die schnell? Controller Ender Flux. Ender Crystal. Genau. Und desto mehr, desto einfacher. Nein. Ender Crystal, oder? Warte mal. You must Pillars. Ender Crystal Pillars. Das ist es doch. Oder wird das hier? Nein. Pillars. Pillar. Hallo? Hier kommt nur Blödsinn raus. Verdammte Kacke, wie ging denn das nochmal? Ja, aber ich habe auch keine Ahnung mehr. Das ist mit der Extra Utils. Add Extra Utils. Ah, hier haben wir es. Ender Flux Kristall. Oh mein Gott, Leute. Oh nein. Oh nein. Gut, ich sehe schon, ich brauche mehr Obsidian, Nummer 1, und mehr Blaze Powder, Nummer 2, und die Enderperlen müssen vielleicht, ja, 4, das bedeutet, wir können 4 von den Dingern bauen. Nein, können wir nicht. Hier brauche ich auch jedes Mal eine. Und hier brauche ich schon 4. Das bedeutet, das wird geteilt. Okay, dann brauche ich 2-mal Blaze.
Und ich dachte, ich hätte so viel Blaze Powder hier. Ganz komisch. Eigentlich wäre es praktisch, wenn wir den ab und zu dabei hätten. Hier haben wir auch nichts. Ich dachte, das war. Oder war nur der Glowstone in den Äpfeln? In den Äpfeln, in den Nestern. Hätte ich jetzt lieber mal geschaut. Blaze. Klar. Gibt's hier nochmal? Ja, eben genau, das meinte ich. Hätte ich hier lieber Essenzen draus basteln sollen? Kein Blaze? Ich dachte, ich hätte Blaze. Nein, 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 nein. Ist denn vielleicht nach unten? In der alten Base. Boing, 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 boing. Das könnte natürlich sein. Am Anfang habe ich doch relativ viele von den Sachen hier unten geöffnet. Aber hier ist wohl auch nichts. Und hier ist noch ein Lootbag. Kann ich mich so täuschen? Ich dachte, das war alles. Ah, Moment, ich habe ja noch unten draußen Kisten. Ach, bin ich froh, wenn ich endlich ein ME-System habe. Dann können wir mal alles hier zusammensammeln. Und uns ein kleines. Was bist du? Das ist die hier drüben. Achso, das ist ein Pferd. Komisch. Hier oben habe ich ja auch noch Kisten. Nochmal zwei Blaze. Ich bin mir jetzt gerade am überlegen, ob ich mit dem Blazes, kann ich mit dem Blazes Seeds machen oder nicht. Ob es vielleicht nicht intelligenter wäre, aber ich glaube, da brauche ich eine ganze. Hm? Seeds, ja, mit 4 Rots, ja, okay, gut, dann haben wir das auch schon erledigt. Ups, hier oben wollte ich ja, und das weg. Dann brauchen wir hier, das war Enderflu. Nur Endflux. Flu. Mit Bindestrich. Gut, zweimal Auge und ja genau, zweimal Auge. Dann haben wir hier einen und das machen wir jetzt so. Dann haben wir 4. Das lassen wir hier oben. Moment mal, jetzt habe ich 6 sogar. Das können wir mal schnell rausnehmen. Aber dann holen wir uns den ersten. Und schauen uns mal an, wie das Node richtig aufgebaut ist. Da brauchen wir zuerst das. Und da haben wir normale Nodes. Normale Nodes. Stone. Transfer Pipe. Aber irgendwo habe ich doch noch normale Nodes. Ach, hey Leute, ich habe noch nie so ein Durcheinander gehabt wie heute. Oder wie da am Anfang, weil ich habe keine Ahnung. Blaze Powder. Ich habe keine Ahnung, wieso ich nie Blaze Powder. Wusste ich's doch. Den können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Der ist dann praktisch, wenn wir mal wieder auf Reisen gehen. Magma Cream. Habe ich wirklich nirgends mehr Notes? Ach, ich freue mich so auf das MD-System. Das Problem ist, wahrscheinlich brauchen wir als erstes danach noch sowas ähnliches wie ein Import-Bus oder so, sonst kriege ich ja Vögel über Not.
Lohnt sich, ich wusste es ja. So, Dark, Dark, Speed, bla bla bla, Speed, Gold, Gold Nuggets, Block of Redstone, Rainstone. Gold, 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 ein Gold Nugget, Gold, so, hier haben wir. Wie mache ich eigentlich das? Oh, Moment schnell, Telefon. So, da bin ich wieder. Ich sehe gerade zuerst mal was schnabulieren, ein paar Steaks zwischen die Rippen hauen und den ersten haben wir schon. Wir sind jetzt stehen geblieben und zwar Transfer Load, nein, nicht Transfer Load, Transfer Load, Hyper Energy brauchen wir nicht, das hier. Und zwar brauchen wir hier zuerst Speed Updates. Genau. Ich glaube vier. Wie viel von den Transfernoten brauche ich eigentlich? Drei, oder? Drei. Das bedeutet, hier machen wir nochmal sicherheitshalber. Achso. Mir fehlen jetzt hier mal ein paar Blöcke. Zip. Und dann nehmen wir acht. Das müsste reichen. Und hier brauchen wir noch den. Okay, es reicht nicht. Nochmal ein paar von hier. Blöcke, Redstone, Redstone, Blöcke. Redstone habe ich ja bis genug. Und so, und so, und so. Und dann brauchen wir hier Redstone Blöcke. Das müsste eigentlich reichen. Drei Stück. So, wir brauchen eines für drei. Drei. Ja, das war's. Oh, hätte ich doch nicht so viel benötigt. Rundherum Gold, Gold und Transfer Notes. Gold, Gold und Transfer Notes. Gut, dann starten wir mal das schon, das ist das erste, bevor wir den zweiten Crystal bauen hier. Und zwar, wie war das nochmal? 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und in der Mitte so einer, oder? Ja, perfekt. Dann machen wir hier gleich nochmal einen rein und hier Transfer Node. Das bedeutet, wir brauchen noch Transfer Nodes und zwar drei an der Zahl. Für Transfer Nodes brauchen wir zuerst Pipes, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ach so, das war jetzt die Sorting Pipe, aber ich will nicht die Sorting Pipe, ich will die normale. Nein, das ist die da Transfer. Glas und Stone Slabs haben wir zufällig nicht. Wir haben zwar ein paar Stone Slabs, aber zu wenig und kein Glas. Fängt das wieder an. Hier haben wir Glas und hier haben wir Stone Bricks und hier haben wir Stone. So, dann machen wir noch ein paar Stone Slabs. Transfer Node, wo haben sie denn? Komm schon, Filter, Transfer Pipe. Acht Stück, das müsste reichen. Und Kisten. Kisten, wir brauchen Kisten. Wir brauchen Kisten. Weg. Und zwar drei Kisten. Weg. Und hier ist die dritte. Wobei das wird wahrscheinlich auch wieder nicht funktionieren, weil ich befürchte, das müssen wir zuerst mit dem Zauberstab umwandeln. Ach so, die können wir so umwandeln. Ja, das ist wohl voll cool. Und die for extra utils auch. Und dann haben wir unsere drei. Na. Das ging mir mal einfach. Ich glaube, wenn wir Glück haben und es nachher nicht gerade. Ah! Shift! Oh! 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 Hey, Moment, stopp, jetzt kommt man gerade. Wir brauchen die drei. Ich Idiot. Das geht ja
viel schneller, als ich gedacht habe. Das bedeutet, wir brauchen hier nochmals. Hä? Wieso macht er nichts mehr? Doch, er macht was. Nochmal vier Transfer Nodes. Das bedeutet, der erste kommt hier drauf. Das ist super. Und nochmal vier Transfer Nodes. Und dann, wenn wir mit den Transfer Nodes fertig sind, denke ich mir, haben wir es geschafft. Mir fällt der Glowstone. Hier wird die ganze Glowstone. Und naja, mehr brauche ich, glaube ich, eh nicht. Und tack. Und dann tack. Und die Kisten fehlen mir noch. Spruce. 1, 2, 3, 4, 5. Keine Ahnung, wie viel das ich brauche. Ja, genau richtig. Und dann müsste es. An was scheitert es jetzt? Jetzt scheitert es am Glowstone, der Glowstone, Redstone, der Redstone ist. Hä? Ach, die Kisten zuerst umwandeln. So, jetzt müsste es aber gehen. Drei Stück, aber ich brauche vier. Kacke. Ja, ich brauche vier. Und tak, 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 tak und vier. Super. Das bedeutet, der ist fertig. Dann kann ich mal wieder die Clocks umbauen. Dann müsste eigentlich die Energie schon laufen. Und wenn die Energie läuft, müsste sich das ME-System einschalten. So. Tack, tack. Schalten wir mal da an. Jetzt müsste Strom fließen und das ME-System laufen. Das ist die Frage. Der wird nicht aufgeladen. Ach du liebe Güte. Ich fürchte, die Energie ist so schnell von nicht weg. Wieso lädt sich der nicht auf? Hä? Wieso habe ich jetzt wieder keine Energie? Transmission Start. Ah, die sind beide eingeschaltet, dass sie Strom abgeben. Der lädt sich auf. Der ist gleich fertig. Und das ME-System? Komme ich darauf? Ah, komme ich nicht drauf. Aber das ME-System läuft. Der ist schon leer. Nein, erfüllt sich, erfüllt sich, erfüllt sich. Komm schon, komm schon, komm schon. Wie viel habe ich hier noch drin? Viel habe ich hier drin. Jetzt ist nur die Frage, ob ich eine gute Balance zwischen Ein- und Ausschalten finde. Jetzt wird es spannend. Das machen wir jetzt noch schnell und dann kommen der geh weg. So, komm rein und tack. Und dann lasse ich die beiden mal. Den hier mache ich jetzt weg und hier kommt ein Redstone-Signal hin. Das glaube schon richtig eingestellt ist. Ja. Und dann werden wir sehen. Also eigentlich wäre das perfekte Optimum, wenn beide irgendwie gegeneinander haben. Wie habe ich das eigentlich eingestellt hier? Hallo? Tack. Und dann habe ich hier diese. Genau. Und hier. Aber jetzt ladet er wieder auf. Das bedeutet, ich muss viel eine größere Lücke lassen. Machen wir hier halb.
Die Hälfte der Zeit reicht, würde ich mal behaupten. So. Gut. Und dann mache ich hier den weg, den weg. Aber nein, jetzt ist das die Mitte von hier. Dann mache ich so. Na, 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 na. 4. Was ist C? Weg. Gut, machen wir weg. Jetzt haben wir den und den. Eigentlich müsste ich jetzt hier in der Mitte sein, gell? Aber ich sehe schon, das reicht, wenn ich es so mache. Und hier. Was ich denn jetzt ein bisschen rossig macht, einfach den Rip. Ich glaube, dann mache ich mir danach eine schöne Schaltung, wo hier auch das Gegenteil geschaltet wird. Das Problem ist, jetzt laden sich beide auf. Ja, genau. Das ist doof. Das können wir ruhig so machen. Auf 18 und 6 und 0 und 12. Auf 18 und 6 und 0 und 12. Braucht er wirklich so lange? Und dann können wir hier auf 18 und 6, dann machen wir hier 0 und 12. Achso, die haben ja 2. Jetzt kommt darauf an, ob es Tag oder Nacht ist. Ja, ich mach mal so. Dann würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie lange das es braucht, bis die voll sind, und keine Ahnung, wie lange das es braucht, bis die leer sind. Wobei, solange das da unten voll ist, laufen die ja nicht leer. Aber die muss ich danach ja gegensteuern. Moment, bei dem fangen wir bei 0 Uhr an und machen danach alle 2 Stunden. Gut, und bei dem fangen wir bei 1 Uhr an und machen danach alle 2 Stunden. Ups. Achso, das ist die Voreinstellung vom Vorhat. So, 1 Uhr, alle 2 Stunden. Und sonst den Tick-Sound schalten wir aus. Funktioniert ja super. Achso, das ist ja noch die da drin. Ich glaube, dass alle 2 Stunden ist einfach zu wenig. Oder läuft das Teil noch? Der ist ja nicht einmal voll. Aber er läuft noch. So. Ach, die steht falsch, gell? Dann stellen wir sie mal richtig hin. Also da kann ich wirklich von 2 Stunden wahrscheinlich auf 4 Stunden wechseln. Und
Das wird dann auch funktionieren, habe ich so das Gefühl. Redstone soll. Ja, jetzt. Jetzt kommt der. Das Problem ist, dass der auch noch so eine Art Einschaltmechanismus hat da irgendwie und irgendwo, aber der lädt sich jetzt wieder auf. Gut. Dann schauen wir mal, was das ME-System sagt. Ah, es beißt mich gerade in den Ohren und ich habe die Ohrstöpsel und ja. Dann gehen wir mal. Es funktioniert. Leute, es funktioniert. Ach du liebe Güte. Aber ich muss das noch ändern in ein ME-Terminal, in ein wie heißt das? ME Crafting. Crafting Terminal. Da brauche ich einen Calculator Prozessor. Das ist der mit dem Pure Certus Quartz. Habe ich gerade noch einen über. Habe ich so viele gemacht von den. Dann bedeutet der und eine. Silikonteil und das hier. Oder? Ah, Strom. Nein, ist da. Moment einmal. Das ist der Calculate. Ach, das ist der Calculate und das ist der. Ach, die schauen doch alle so gleich aus. Printed, 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 printed. Gut, ich glaube, wir haben eine Herausforderung für nachher. Das muss ich mit dem. Nein, das ist wieder der. Pure. Oh nein. Quarzit made from Certus Quartz and Sand. Okay. Oder so. Mit der Certus. Ah, schau dir das an. Ich habe ja. Dann machen wir das schnell und danach verabschiede ich mich. Der hier rein und der da rein, oder? Oder der hier rein. Kacke. So. Nein, so. Ja, genau. Dann check das out. Gut, es hat mich gefreut, dass Sie wieder zugeschaut haben. Die Folge ist leider, ich glaube, ein bisschen länger geworden. Aber Leute, wir haben ein ME-System. Das, was jetzt als nächstes passiert, ist, wir werden. Die kann ich alle rausholen. Wir werden danach noch da das Crafting Terminal einbauen. Ich werde wahrscheinlich noch das Ganze mit der Stromversorgung dementsprechend setzen. CPUs, nein, nicht CPUs, Festplatten werde ich brauchen. Den ganzen Kack hier wieder aufräumen und so weiter und so fort. Gut. Es hat mich gefreut. Bis dann. Tschüss, ciao, ciao und bye bye.